zu der Ansage von Präsident Macron, dass mit dem Einsatz chemischer Waffen eine rote Linie überschritten worden sei. Was kann die Reaktion, die Haltung der Europäischen Union dazu sein? Der Begriff rote Linien ist meines Erachtens immer mit Vorsicht zu genießen. Wir hatten eine ähnliche Situation im Sommer 2013, als es zu einem Chemiewaffeneinsatz kam. Und ich erinnere mich sehr gut, im August 2013 war eine große Unsicherheit in Washington, London und im Rest der Welt, wie jetzt damit umgehen. Also wir hatten bedauerlicherweise in den letzten Kriegsjahren immer wieder Chemiewaffeneinsätze. Aber ich persönlich würde vorsichtig mit diesem Begriff umgehen, rote Linie, weil man fragt sich dann immer, rote Linie und was dann? Wie beurteilen Sie die Rolle der Türkei im eskalierenden Syrien-Konflikt? Es gibt jetzt auch eine Konfliktsituation zwischen Türkei und USA, eine osmanische Ohrfeige. Wie kann die Europäische Union hier beruhigend eingreifen? Ja, wir haben gegenwärtig die wirklich brenzlige Situation, dass die beiden größten NATO-Armeen, US-größte NATO-Armee gefolgt von der Türkei, einander in Nordsyrien gleichsam gegenüberstehen. Und das ist eine wahrhaftig brisante Situation. Alles, was man tun kann als Europäische Union, einfach immer wieder darauf hinweisen, dass wir auch im 7. Kriegsjahr diesen Konflikt mit seinen vielen Dimensionen wirklich nur am Verhandlungstisch lösen können. Und unser Anliegen ist schon auch, UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura, mit dem ich eigentlich in permanentem Kontakt stehe, zu stützen. Also das Genfer Format dort zu stützen, wo es geht, das sollte eigentlich unser aller Anliegen sein. Heute steht die Westbalkan-Strategie der EU-Kommission auch im Zentrum der Gespräche, morgen auch. Bis 2025 sechs neue EU-Mitglieder, ist das realistisch, ist das wünschenswert oder ist das nur eine Fantasie? Es ist ein Zeithorizont, der sicherlich eine Dynamik reinbringen soll für politisch Handelnde, die jetzt in Regierungsfunktionen sitzen, dass man also wirklich im Sinne einer Konditionalität, Reform und dafür gibt es im Gegenzug also eine Annäherung. Das hat sehr viel mit diesem Datum zu tun, das relativ nahe ist und zu dem sich unterschiedliche EU-Staaten unterschiedlich stellen. Aber ich muss sagen, aus österreichischer Sicht sind wir eigentlich sehr froh, dass wieder eine Dynamik hineingekommen ist. Ich erinnere mich, als der Balkan für uns alle top auf der Agenda war in den 90er Jahren, waren alle Ministerien voll von Balkanexperten. Dann kam das Jahr 2003, Irak-Krise, neuerliche Konfrontation im Nahen Osten. Wir vergaßen den Balkan darüber. Die Balkanexperten waren weg, es war ein Vakuum da und in dieses Vakuum sind einfach andere Staaten eingedrungen. Also es gibt immer wieder auch die Sätze, wer ist Erster in Belgrad, China oder die Europäische Union. Und genau da muss man dagegen wirken, weil es ist einfach unsere unmittelbare Nachbarschaft und die Europäische Union investiert, ist engagiert und das alles muss einfach noch sichtbarer werden. Frau Außenministerin, ich muss Sie jetzt ansprechen. Vizekanzler Strache hat für Aufregung gesorgt, Aufregung ausgelöst mit seinem Interview mit einer serbischen Zeitung. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Hat das Einfluss auf die Linie Österreichs, auf die Position Österreichs? Was ist Ihre Reaktion darauf? Also wir haben am Sonntag darauf reagiert mit einer Presseaussendung, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass die Anerkennung des Kosovo durch Österreich im Februar 2008 eine unumstößliche Tatsache ist. Und auch gestern vor dem Ministerrat haben sowohl Bundeskanzler Kurz als auch Vizekanzler Strache, glaube ich, mit ihren Aussagen die grundsätzliche Sachverhaltsdarstellung noch einmal hoffentlich zu einem Abschluss gebracht. Also, aber erschwert das Ihre Arbeit als Außenministerin manchmal? Würden Sie sich wünschen, dass man sich da ein bisschen zurückhält mit solchen Aussagen? Also ich persönlich fühle mich dadurch nicht jetzt beschwert oder sonst wie. Ich habe es relativ gelassen gesehen. Es gibt immer wieder Aussagen von unterschiedlichsten Seiten, aber ich habe damit kein Problem. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Schönen Abend.